So, hier habe ich eine Tüte. Da steht drauf Emergency, also Notfalllader. Mhm. Da ist ein Batteriesymbol drauf abgebildet. So, und hinten steht drauf One-Time-Use, also einmal zu benutzen. So, und wenn ich so ein Ding aufreiße, ich habe hier einen aufgerissen, dann kommt sowas raus. Ein Plastikgehäuse und da ist so ein Pinökel dran. Der ist gerätespezifisch, denn man muss diese Notfalllader tatsächlich für das eigene Telefon bestellen. Da haben die einen entsprechenden Anschluss und so weiter, damit man überall rankommt. Es ist dafür, wenn Sie mit Ihrem Telefon jetzt wandern gehen und unterwegs kriegt das Telefon unheimlichen Hunger, weil Sie wahnsinnig viel gedattelt haben, dann sollen Sie diese Tüte aufreißen, das in Ihren Telefonanschluss reinschieben und dann wird damit Ihr Telefonakku wieder aufgeladen. Und dann, haben wir alle gelesen, wegwerfen. Ja gut, der Hersteller, der sagt, okay, das Gehäuse, das ist aus recycelbaren irgendwelchen organischen Materialien, alles super und umweltfreundlich und so weiter. Und dann habe ich gedacht, naja, wenn das so super ist, dann gucke ich mal hier rein. Ja, das bezog sich nur aufs Gehäuse. Innen drin ist nämlich ein Lithium-Ionen-Akku. Da steht vorsichtigerweise gar nichts drauf. Und ein bisschen Elektronik. Und das war alles. So, wie soll ich denn so etwas jetzt entsorgen? Das ist ja Sondermüll. Ich darf ja diese Akkumulatoren, diese Lithium-Ionen-Kram nicht einfach in den Hausmüll werfen. Das wäre ja auch die Sauerei überhaupt. Nein, nein, das muss ja anders entsorgt werden. So, wie mache ich das? Ja, das ist jedem selbst überlassen. Und dann muss man dazu ja noch sagen, Kapazität, hier steht sie nicht drauf, auf der Tüte, wenn man da genau hinguckt, ich kann es nicht lesen, aber ich weiß, da steht also 1000 mAh, 800 mAh und 500 mAh. Gibt es also in verschiedenen Ausführungen. Ich habe mir die 1000er gekauft, schicken lassen. Die gibt es nur im Dreierpack, drei Stück, etwa 15 Euro. Und habe dann gesagt, jetzt wollen wir mal gucken, was kommt denn dabei raus. Habe den hier, so wie er kam, entladen. Ich muss ihn ja nicht aufladen. Ich kann ihn ja auch nicht aufladen. Ist ja gar nicht dafür vorgesehen. Ist ja für Einmalbenutzung. Also ich konnte nur entladen. So, und 780 mAh habe ich rausbekommen. Jetzt soll ich mein Telefon damit aufladen. Aber mein Telefon hat ja in der Regel einen 5-Volt-Eingang. Und dann muss ich erstmal aus diesen 3,7 Volt 5 Volt machen. Und dazu ist hier so eine kleine Elektronikplatine da drin. Und diese kleine Platine da, naja, die wandelt das um. Aber die macht das nicht kostenlos. Die will Futter haben. Die nimmt sich also von dem Strom, von der Leistung, von der Kapazität auch noch eine Ecke weg. Und die hier, die ist so hungrig oder schlecht, wie auch immer man will, die nimmt etwa 20% weg. 780 mAh konnte ich rausnehmen, 20% nimmt sie weg. Das Teil darf man fast ganz leer ziehen, weil wenn es hinterher kaputt ist, beim normalen Akku sollte man es ja nicht, sollte man 10% drin lassen, mindestens, ja, manchmal auch ein bisschen weniger. So, und das heißt, das ziehe ich hiervon nochmal ab. Und wo sind wir denn dann? Irgendwo in der Größenordnung bei 630 nutzbaren mAh. Und der Akku in meinem Telefon hat 2200 mAh. Ja, das heißt also, ich kriege mit einem Notfallakku dieses Ding gerade mal ein Drittel wieder voll. Das reicht wahrscheinlich, um dann zu erfragen, wo der nächste Sondermüllplatz ist, wo ich dieses leergezogene Teil dann abgeben kann. Eine Sauerei ohne Gleichen. Also wer sowas macht, bitte denkt mal an eure Verantwortung für die Zukunft. Ein Akkumulator mit Schwermetall, mit zum Sondermüll einmal benutzen, um ihn dann wegzuwerfen. Kann nicht normal sein, oder? Wir haben aber auch die ganz normalen Akku-Packs. Man sagt ja heute Powerbank dazu. Einmal hier diese flachen, das sind so Sonderbauformen. Da steht drauf 10.000 mAh. Der hat wirklich einen flachen Akku drin. Oder dann hier solche dickere. Der hat bekannte Zellen drin, Rundzellen. Da können wir gleich mal drüber sprechen. Mit, ich glaube, 12.000 mAh steht da drauf und dann jede Menge kleinere, hier für den Hosenbund oder für die Hemdentasche oder was auch immer. Gucken wir uns doch mal einen näher an. Sowas hier zum Beispiel, schön, klein, fein. An der Dicke können wir erkennen, dass der die normalen Zellen drin hat. Hier hat er zwei USB-Ausgänge, Stromausgänge
um Geräte anzuschließen. Und da ist der Ladeeingang, da muss ja auch wieder aufgeladen werden können. So, und da hat er noch ein Einschaltknöpfchen. Und wenn ich jetzt hier den Deckel aufmache, dann können wir erkennen, da sind drei Standardzellen drin, je 2200 mAh. Also in Summe, die sind parallel geschaltet, 6600 mAh. Hier sitzt die Elektronik, die macht jetzt aus diesen 3,7 Volt 5 Volt. Und jetzt müssen wir folgende Überlegung treffen. Wenn ich jetzt einen Akku habe mit einer niedrigen Spannung und ich will eine große Spannung herausholen, darf ich dann diese Kapazität einfach auch auf die große Spannung beziehen? Nee, darf ich nicht, natürlich nicht. Man stellt sich vor, man nimmt eine so eine Zelle oder von mir aus auch 10 und schaltet die parallel und macht daraus 24 Volt für eine LKW-Batterie. Da kann man dann nicht sagen, okay, wir haben jetzt 10 mal 2200 mAh, also 2,2 Amperestunden sind 22 Amperestunden und die haben wir bei 24 Volt auch. Nein, eben nicht. Ich muss das natürlich umrechnen. Am besten rechnen wir das in Leistung, also in die Energie, die da drin steckt. Und zwar in Wattstunden. Wenn ich den Strom und die Spannung multipliziere, bekomme ich Watt. Also 2,2 mal 3 sind 6,6 mal 3,7 sind wir bei 15,8. Und das sind die Wattstunden. Die sind vollkommen unabhängig von der Spannung. Wenn ich jetzt daraus 5 Volt, 10 Volt, 100 Volt mache, spielt keine Rolle. Die Wattstunden bleiben gleich. Nur die Milliamperestunden, die ich von außen effektiv sehe, die müsste ich runterrechnen, um den Faktor der Erhöhung der Spannung. Das heißt also, alle diese Dinge sind verlogen bis zum geht nicht mehr. Naja gut, okay, da drin ist eine oder mehrere Zellen mit der außen aufgedruckten Kapazität. Aber damit kann ich ja nicht viel anfangen. Ich weiß einmal nicht, welche Spannung die da drin haben. Ich kann es vermuten. Und zum anderen, ja, ich weiß nicht, wie viele Zellen da drin sind. Also, man gibt hier einfach plakativ irgendetwas vor, um Verkaufsargumente zu haben und sagt, dieses Teil hier hat 10.000 mAh. Zwei Sachen sind zu überlegen. Einmal dieses, man könnte fast sagen, Übersetzungsverhältnis. Wenn Sie Ahnung von Getrieben oder sowas haben, dann wissen Sie auch, oder von Physik, lastarm, kraftarm und so weiter, das ist das gleiche Verhältnis hier. Das muss man erstmal übersetzen. Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist, wie auch bei diesem kleinen Wegwerfteilchen da, ich habe ja eine Leistung, eine Arbeit zu erbringen. Der Wandler braucht ja selbst auch Strom. Und ich muss also von dem, was hier draufsteht, in aller Regel etwa 30% abziehen, um von 3,7 auf die effektive Ausgangsleistung zu kommen. Und das heißt also, wenn ich hier 2200 mAh habe, dann müsste ich nach außen sagen, so ungefähr 1500 kann ich hier, könnte ich wirklich entnehmen, weil da kommt ja noch einer dazu. Diese Dinger, die sollte man ja niemals vollständig entladen. Vollständig entladen sind sie in der Regel kaputt und die sind sehr empfindlich. Fast so wie beim Überladen. Und das heißt, wenn ich nur bis 10% entnehmen darf, habe ich ja nur 90% von den 2200. Also muss ich nochmal 10% abziehen. Also was effektiv hier rauskommt, sind vielleicht 1300 mAh bei 12 Volt. Und bei 5 Volt, nicht bei 12 Volt. Bei 12 Volt wäre es noch viel weniger, bei 5 Volt. So, und angegeben wird hier zum Beispiel bei dem 6600 mAh. Es ist wahr auf der einen Seite, aber es ist eine Verbrauchertäuschung, weil wir das bei 5 Volt nicht entnehmen können. Es gibt mittlerweile einige Hersteller, die sind da wesentlich ehrlicher, die schreiben darauf nämlich wirklich tatsächlich das, was an Wattstunden zur Verfügung steht. Und das ist vollkommen unabhängig davon. Übrigens, wenn Sie dann Ihre tatsächliche Leistung, die Sie hier rausbekommen, in Ihr Mobiltelefon reinpumpen, da sitzt ja auch wieder eine Elektronik drin. Und die wandelt das auch wieder von 5 Volt, welche ein paar sind, um auf 3,7 Volt. Die braucht auch wieder Leistung. Und der Akku, der erwärmt sich auch
Und der braucht auch wieder Leistung. Der nimmt nicht alles, was er bekommt und speichert das. Nein, nein, der heizt sich da ein bisschen auf und das kostet auch wieder Energie. Also unterm Strich muss man noch mehr abziehen. Und die Erfahrung hat gezeigt, von dem, was hier draufsteht, etwa 50% kommt tatsächlich ehrlich in meinem Akku an, am Telefon. Gut, das ist die eine Geschichte. Die andere Geschichte ist natürlich, dass diese Sachen in aller Regel auch noch ziemlich lügen. Wenn ich also sehe, dass irgendwelche Teile hier, was weiß ich was, sowas hier zum Beispiel, da soll ich also 1 Ampere rausholen können. Und wenn ich mir jetzt hier mein Tester draufstecke, so, gucken wir uns das mal an. Das stimmt also hier, 900 mA und da bleiben noch 5,2 Volt übrig. Würde ich mehr machen, ich habe einen zweiten Widerstand, schalte ich um, dann würde er 2 Ampere ziehen, bricht die Spannung zusammen. Das geht also nicht. Nehme ich einen anderen, das hier ist ein kräftiger Junge, der hat einen 2,1 Ampere Ausgang und einen, ich muss ihn andersrum nehmen, einen 1 Ampere Ausgang. Da sehen wir, der geht schon mal, obwohl vollgeladen, hier bei 0,8 irgendwas, schon auf 4,8 runter. Und wenn ich jetzt die 2 Ampere wirklich entnehmen wollte, da ändert sich gar nicht mehr viel. Da bei 1,68 Ampere geht er auf 4,1. Das heißt, er gibt generell erstmal zu wenig raus, obwohl, na, jetzt nicht mehr ganz voll, aber halb voll zeigt er zumindest an. Das heißt, das kommt ja auch noch dazu, dass diese Dinge uns nicht so wirklich die Wahrheit sagen über das, was... Knopf, ich muss mir das einschalten, dann kann ich den hier drauf stecken. Über das, was sie rausgeben, das ist gelogen. Der macht nichts mehr, der lebt nicht mehr. Aber der hier, der war immer sehr, sehr kräftig. Muss ihn jetzt hier reinstecken, so. Und jetzt muss ich ihn einschalten. Und dann sehen wir bei 5,3 Volt, ich muss es richtig umdrehen, damit Sie es lesen können, 5,08 Volt, schafft er also 1,8 Ampere locker. Der macht auch noch ein bisschen mehr. Es ist sehr, sehr unterschiedlich, was diese ganzen Sachen machen. Ich habe hier auch noch einen ganz neuen, der auch angepriesen wurde in der Werbung als ein Gerät, welches 2,4 Ampere pro Ausgang liefern soll. Der ist auch voll, steht hier. Insgesamt soll er 3,4 Ampere liefern. Und wir sehen also hier, da bricht die Spannung nicht ein. Das ist neue Generation, das ist ein Gerät, welches wirklich das macht, was soll. Für Sie ist wichtig, glauben Sie nicht, was irgendwelche Verkäufer oder sonst wo erzählen, die irgendwas erzählen mit 10.000, 12.000 mAh, das ist alles Quatsch. Effektiv, was rauskommt, wenn Sie gut die Hälfte davon nehmen, können Sie das in Ihr Telefon transportieren, in Ihren Akku da reinbekommen. Alles andere stimmt nicht. Wenn Sie natürlich andere Anwendungen haben, wo Sie es nicht wieder runterwandeln müssen, dann haben Sie ein bisschen mehr Energie und wenn Sie keinen Akku aufladen müssen, haben Sie auch keine Ladungsverluste dabei. Aber unterm Strich sind alle diese Angaben geschönt. Es ist nicht die Wahrheit, es ist nicht ehrlich oder nicht fair, mit solchen Zahlen zu argumentieren. So, jetzt nehme ich mir hier meinen kleinen Eumel und bin jetzt hier fertig mit Ihnen und mit der Welt. Montiere mir hier meine Taschenlampe drauf und dann geht's zum nächsten Thema.